Also dann? Ich habe noch nie etwas gesehen, was dem eben nahe käme. Ein fähiger Mann wie du könnte dem Volk sehr leicht helfen. Mein Ziel ist allein Washingtons Tod. Alles andere geht mich nichts an. Ohne das Volk von New York werden wir Washington niemals besiegen können. Und was will das Volk? Es verhungert. Wir bekommen die Unterstützung, wenn wir für Nahrung sorgen. Diese steht jedoch unter Kontrolle von John Fitzwilliams. Er ist der korrupteste Beamte in dieser korrupten Stadt. Bringt mich zu ihm. Dann folge ich ihm zu seinen Proviantlagern. Dort ist Fitzwilliams. Er ist der übelste Blutsauger diesseits des Atlantiks. Er verkauft die Nahrung zu überhöhten Preisen und macht damit ein Vermögen. Er ist mir völlig egal. Es geht mir nur darum, dem Volk Nahrung zu geben. Irgendwann wird er mich zu seinem Lager führen. Das ist unfassbar. Du. Ja, du. Ich hab gar nichts gemacht. Jefferson braucht dich, um diesen Karren mit Proviant an die Hungernden zu verteilen. Zum Verkauf? Verschenken. Gratis Nahrung für Hungernde? Ich bin dabei. Besorg mehr Leute. Wir nehmen so viele Wagenladungen wie möglich. War mir nicht sicher, ob ich da lebend rauskomme, verdammt. War ein Riesenspaß. Thomas Jefferson, Leute! Dieses Essen hier kommt von Mr. Thomas Jefferson! Thomas Jefferson! Nur ein paar Möhren und schon hat er ihre Loyalität. Da. Was war das? Mein Freund Paul Revere wird seit 3 Tagen vermisst. Dieser Soldat hat gerade auch das Verschwinden seiner Frau und seines Sohnes bestätigt. Das tut mir leid. Revere war ein fähiger und wertvoller Mann. Er versuchte, die Umklammerung der Stadt zu lockern. Viertel um Viertel gewann er das Vertrauen und die Unterstützung der Bewohner. Ich setze Reveres Arbeit fort, um die Stadt zu mobilisieren. Wenn die Bewohner mit uns kämpfen, können wir Washington durch einen anderen Führer ersetzen. Dieses Land muss vom Volk regiert werden. Bürger der Vereinigten Staaten, ich stehe vor euch als demütiger Mann. Wenn ich auf dieses weite Land schaue, sehe ich jeden von euch leiden. Ja, jeden. Ihr müht euch ab für ein besseres Leben, eine bessere Zukunft, ein besseres Amerika. Ein jeder von euch opfert sich auf, versklavt sich für dieses große Land, für die Freiheit. Und ich sage es euch ehrlich, eure Opfer inspirieren mich. Sie sollen nicht umsonst sein. Ich weiß, dieses Leben ist schwer. Die Unbill des Krieges, Nahrungsengpässe, Verbrechen, das entstandene Leid durch Jeffersons aufständische Mörder. Aber wir haben ein höheres Ziel, das uns vereint. Und über diese nichtigen Probleme erhebt. Für uns ist die Auslöschung dieser Rebellen nur ein Vorgeschmack auf unsere glorreiche Zukunft. Mein Volk,
Während ich hier stehe, spüre ich den Schlag der 4 Millionen Herzen unserer Nation in meiner Brust. Heute verkünde ich euch das große Projekt dieses Volkes. Wir heben riesige Armeen aus. Wir erschaffen eine mächtige Armada. Und schon bald marschieren wir gegen unseren ärgsten Feind, England. Wir fallen über seine Küsten her und tränken seine Felder in Blut. Englische Knochen werden Schrot in unseren Mühlen und das englische Volk werden wir versklaven. Jeder von euch wird vom Schweiß seiner Arbeit profitieren. Unsere Nation soll ihren rechtmäßigen Platz an der Spitze einnehmen. Als souveränstes Königreich, die Vereinigten Staaten von Amerika. Jefferson!